Star Citizen Hintergrund. Mehr Informationen zur Technik, zur Community und der Entwicklung von Star Citizen. In meinem letzten Video ging es um Pyro und den Vergleich dessen, was uns CRG im Jahr 2014 respektive 2016 erzählt hat und wie sich das im Vergleich zu dem gestaltet, wie Pyro uns heute vorgestellt wird. Und meine Vermutung war, dass sie Pyro später dann nochmal entsprechend anpassen werden. Aber es gab jetzt in der vergangenen Woche, also in der Woche vor der Intergalactic Aerospace Expo, einen Loremakers-Eintrag. Und zwar sind dort die Community-Questions, die Community-Fragen aus dem Spektrum zusammengestellt und konsolidiert beantwortet worden. Und in diesem Eintrag gibt es neue Informationen zu Pyro, unter anderem auch viele andere. Deswegen gehe ich einfach mal durch diesen Eintrag durch und da, wo es dann um Pyro geht, da habe ich auch noch mal ein, zwei Zusatzinformationen. Ist nicht ganz richtig, ich habe auch eine Zusatzinformation für Stanton mit eingebaut. Und dann wünsche ich euch mit diesem neuen Lore-Übersetzungsvideo viel Spaß. Das ist er hier, der Loremakers Community Questions Eintrag. Und das ist eine Serie, die sich auf die Beantwortung der Fragen der Community konzentriert, wird hier eingangs erzählt. Und hierzu hat das Lore-Team den Ask a Dev, also Frag einen Entwickler-Bereich auf Spektrum durchforstet und 10 Fragen zum Star Citizen-Universum ausgewählt, die sie hier beantworten. Alle Fragen wurden bearbeitet, um den Kontext und das Verständnis zu verbessern, wird hier geschrieben. Aber ihr könnt auf das Thema klicken, um direkt zum Originalbeitrag zu gelangen und euch an der Diskussion zu beteiligen. Also, wenn ihr dort noch mehr Informationen haben wollt, euch an der Diskussion beteiligen, dann geht direkt zu diesem Beitrag. Ich binde den euch hier mit ein, respektive ich schreibe den dann auch in die YouTube-Beschreibung, in die Videobeschreibung mit rein, dann könnt ihr dort direkt auch nachlesen. Das Narrative-Team plant jedes Quartal so eine Folge Community Questions zu bringen. Und das nächste Mal, die nächste Ausgabe im Spektrum ist geplant für Dienstag, den 21. März. Jetzt gehen wir erstmal rein in die erste Frage. Und dazu steht geschrieben: Soweit ich weiß, gibt es nur 3 Parteien in der Galaxie. Universalist, also Universalist, Centralist und Transitionalist, lässt sich schwer übersetzen. Ich glaube, ich werde das weiterhin Transitionalist nennen. Ich bin jedoch auf einige Hurston Dynamics Überlieferungen gestoßen, in denen eine Arbeiterpartei erwähnt wird. Handelt es sich dabei um eine unterstützende Lore, also um eine unterstützende Überlieferung, oder gibt es eine 4. Partei, die das Spielgeschehen wie die anderen Parteien stark beeinflusst? Dazu die Antwort: Es gibt mehr als 3 politische Parteien in der UEE. Die Universalists, die Centralists und die Transitionalists sind lediglich die populärsten und in der aktuellen Regierung am stärksten vertreten. Die Zugehörigkeit zu einer dieser Parteien ist keine Voraussetzung für politischen Erfolg, wie die Wahl von Leleni Addison zum Imperator zeigt, die als unabhängige Kandidatin angetreten war. Die Zugehörigkeit zu einer der 3 großen Parteien bietet jedoch eine stärkere Basis an Wählern, Spendern und gleichgesinnten Mandatsträgern. Kritiker, Kritikerinnen der Addison-Regierung verweisen oft darauf, dass es ihr an politischen Verbündeten mangelt, was kein Problem wäre, wenn sie einer Partei angehören würde, und dass dies der Grund dafür ist, dass einige ihrer wichtigsten Initiativen ins Stocken geraten sind. Die Gruppe, an die du wahrscheinlich denkst, sind die United Workers of Hurston, die gegründet wurden, um sich für die Rechte der Arbeiter auf Hurston einzusetzen. Die sind aber eher eine Gewerkschaft als eine politische Partei. Hurston ist Eigentümer des Planeten und kann ihn nach eigenem Gutdünken regieren. Das heißt, es braucht keine gewählte Regierung, solange sie die allgemeinen Gesetze der UEE einhält und durchsetzt. Das bedeutet, dass es in der UEE viele kleinere politische Parteien geben würde, die unterschiedliche Ziele und Interessen vertreten.
Einige würden sich auf lokale Themen konzentrieren, während andere vielleicht größere Ziele verfolgen. So steht anderen politischen Parteien die Tür offen, die Politik im ganzen Reich zu beeinflussen. Also theoretisch kann es mehrere Parteien geben, diese United Workers of Hurston ist aber eher eine Gewerkschaft. Es bleibt aber offen, ob dann eben das Lore-Team oder sie halten es sich offen, zukünftig dann auch noch andere Parteien zu erwähnen, einzustreuen, was auch immer das dann für eine Auswirkung haben wird. Interessant aber eben auch die Wahl, die wir ja selber nicht nur begleitet, sondern auch beeinflusst haben, dass das aber auch Auswirkungen haben wird auf das Verse, weil eben einige der wichtigsten Initiativen, wie hier geschrieben wird, also irgendwelche Vorhaben, die man sicherlich nachlesen kann, dass die ins Stocken geraten sind. Das bleibt also spannend und wer diese Entwicklung ganz sicherlich sehr engmaschig verfolgen wird, das ist der Kollege Brubecker auf seiner Seite www.sternenwanderer.org. Da werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten und dort könnt ihr auch nochmal das Thema der Wahl nachlesen. Wer ist Leilani Addison? Wofür steht sie? Etc. Klickt da gerne mal drauf, www.sternenwanderer.org. Dort findet ihr übrigens auch Hörbücher von mir, die vom Narrative Team geschrieben wurden. Die hat das Team von Brubecker bzw. Brubecker selber übersetzt. Ich habe sie eingesprochen und dort könnt ihr sie anhören. Und wer noch mehr Hörbücher von mir hören möchte, wo ich sowieso gerade schon off-topic bin, dann könnt ihr gerne auf www.hörbuchecke.de gehen. Und dort findet ihr auch noch ganz viele Hörbücher, die jetzt nichts mit Star Citizen zu tun haben. Aber wer gerne Hörbücher hört, der kann dort auch einmal vorbeischnuppern und sich dort das ein und andere herunterladen und anhören an von mir produzierten Hörbüchern. Gehen wir weiter zu den Community Questions, mit den Community Questions. Und hier geht es jetzt um das Stanton-System. Und zwar genauer gesagt das Geburtsdatum, den Geburtstag. Und vor diesem Hintergrund dieses Eintrages, also der Frage und der damit verbundenen Antwort, dachte ich mir, das nehmen wir mal zum Anlass und schauen uns den Galactapedia-Eintrag von Stanton an. Und darin steht geschrieben: Auch ohne die unvermeidliche Entdeckung durch die Menschen wäre Stanton eine Anomalie gewesen. Mit einer weiten grünen Zone und vier besonders großen, für Menschen geeigneten Biosphären, die nur wenig Terraforming erfordern, ist das System aus kosmologischer Sicht ungewöhnlich. Sonnensysteme, die so bewohnbar sind wie Stanton, sind extrem selten. Die unterschiedlichen Ökologien auf den vier Welten von Stanton sind für Wissenschaftler aller Fachrichtungen von großem Interesse. Offizielle UII-Aufzeichnungen schreiben Toshi Aaron die Entdeckung des Systems durch den Magnus-Stanton-Sprung im Jahr 2851 zu. Als Pathfinder bzw. Pioniere der UII das System untersuchten, machten sie eine weitere wichtige Entdeckung. Einen großen Sprungpunkt, der Stanton mit Terra verbindet. Das Imperium beanspruchte das System für sich und begründete dies mit dem Potenzial seiner großen bewohnbaren Zone und der Bedeutung seiner Sprungpunkte für den interstellaren Handel. Während die UII-Flotteningenieure prüften, welche Terraforming-Maßnahmen erforderlich wären, um die Planeten bewohnbar zu machen, trafen sich die Bürokraten hinter verschlossenen Türen, um zu beraten, was mit dem System geschehen sollte. Zu den Optionen gehörte, es dem Militär oder der Regierung zu überlassen oder sogar eine Lotterie für die Besiedlung der drei Supererden zu veranstalten. Das Problem bei all diesen Ideen war jedoch die Finanzierung, denn die volle Nutzung des Systems würde erhebliche Mittel erfordern, über die das Imperium nicht verfügte. Als die Nutzungsdebatten weitergingen, wurden vorläufige Maßnahmen ergriffen. Es wurde genehmigt, mit einem minimalen Terraforming auf Stanton 1, 3 und 4 zu beginnen. In der Zwischenzeit stellte die Marine Mittel für den Bau eines Schiffsbauwerks in der oberen Atmosphäre von Stanton 2, das heutige Crusader, zur Verfügung, um große Schiffe für den Schutz des Systems zu produzieren. All das geschah ohne großes Aufsehen und ohne offizielle Mitteilung an die Öffentlichkeit. Im Jahr 2865, also 14 Jahre nach seiner Entdeckung, machte die UII eine schockierende Ankündigung, und zwar, dass das Stanton-System stückweise an den Meistbietenden verkauft werden solle.
Megakonzerne wurden während des Terraforming-Prozesses heimlich kontaktiert und gebeten, für ihre eigenen Planeten zu bieten. Es folgten jahrelange vertrauliche Verhandlungen mit Hurston Dynamics, Arcorp und Microtech. Der ursprüngliche Plan sah vor, Stanton 2 als Navy-Werft zu belassen. Bis ein Angebot von Crusader Industries in letzter Minute zu gut war, um es abzulehnen. Die Gewinner dieser Ausschreibung, dieser Verhandlungen, spülten Billionen in die Kassen der UII, was im Grunde eine Anzahlung auf Synthworld war. Die Megakonzerne bezogen langsam ihr neues Zuhause und das System Stanton wurde vollständig industrialisiert. Die vier Welten sind jetzt mit Fabriken, Firmensitzen, Testgeländen, Minen und anderen Firmeneinrichtungen übersät. Die meisten Bewohner des Stanton-Systems arbeiten für diese Konzerne oder für alle, die ihre Flächen gepachtet haben, und leben in glorifizierten Firmenstädten. Das Vorzeigebeispiel dafür ist wohl Lorville mit dem Hurston Dynamics-Gebäude. Heutzutage ist Stanton ein großartiger Ort zum Bereisen, wenn du dich für die Materialien interessierst, die von einigen der erfolgreichsten Unternehmen der Galaxie produziert werden. Oder wenn du glaubst, dass du mit der Lieferung von Waren, die diese Unternehmen benötigen, um weiterzuarbeiten, Profit machen kannst. Aber, dies sei gesagt, Besucher sollten beachten, dass im Stanton-System zwar das Standardstrafgesetz des Vereinigten Erdimperiums gilt, die UII die Region aber nicht kontrolliert. Private Geschwader und angeheuerte Söldner der ansässigen Großkonzerne setzen hier ihre eigenen Gesetze durch. Gut, im fortlaufenden Eintrag dieser Galactapedia-Abhandlung über Stanton werden noch die einzelnen Planeten und ihre Eigentümer vorgestellt, aber darüber gehen wir mal hinweg. Wir wissen also nun, wie es zu dem seltsamen Umstand kam, dass die ganzen Planeten Megacorps gehören und wann Stanton sozusagen Geburtstag hat, ergo entdeckt wurde. Die nächste Frage lautet dementsprechend: Warum habt ihr keine Veranstaltung zum 100. Jahrestag der Entdeckung des Stanton-Systems gemacht? Antwort: Es gibt einige Gründe, warum es keine große Feier zum 100-jährigen Bestehen von Stanton gab. Das System wurde zwar im Jahr 2851 entdeckt, aber die Megakonzerne, denen die Planeten heute gehören, übernahmen erst 2865 die Kontrolle über sie, wie wir ja gerade gelernt haben. Wenn es ein 100-jähriges Jubiläum gibt, das die Megakonzerne feiern wollen, dann wird es dergestalt, dass es sie ins Rampenlicht drückt. Da diese Megacorps die Souveränität über jeden einzelnen Planeten haben, gibt es auch kein systemweites Gremium, das eine solche Feier organisieren und bezahlen könnte. Es gibt eine Stanton-Systemkonferenz, die jedes Jahr zwischen den vier Megacorps abgehalten wird, um systemweite Themen zu besprechen, aber dabei geht es eher darum, wie sie kollektive Probleme, wie zum Beispiel die grassierende Kriminalität, angehen können, als wie sie das System fördern oder feiern können. Die nächste Frage dreht sich um die favorisierten Planeten des Lore-Teams, des Narrative-Teams. Sie lautet: Als ich mich nach einem alten Comlink umgesehen habe, in dem einige Partyplaneten beschrieben sind, habe ich Kessel, Gos 2 und Rees, Retor 3 gefunden und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Wo würdet ihr euch niederlassen, wenn ihr euch für einen Ort entscheiden müsstet und warum? Manchmal muss man die Sau rauslassen und Party machen, um den Geschmack des verbrannten Piraten aus dem Mund zu bekommen. Die Antworten kommen von mehreren Narrative-Team-Mitgliedern, startend mit Adam Wieser. Ich glaube, der ist ein Deutscher, bin mir nicht ganz sicher. Der schreibt auf jeden Fall: Rees, das Retor-System, ist genau mein Ding. Erstens ist es das Herz der höheren Bildung innerhalb des Imperiums und daher voll von kulturell bedeutenden Institutionen, die ständig von einem jugendlichen Geist belebt werden. Und da es nur mit den UII-Systemen verbunden ist, werde ich rechtzeitig gewarnt, wenn es Ärger gibt. Und schließlich hat das System auch einen epischen, vielfarbigen Gasriesen in seinen Außenbezirken, wenn ich der Gesellschaft entfliehen und etwas erstaunlich Schönes erleben möchte. Will Weisbaum schreibt: Meine Antwort ändert sich zwar regelmäßig, aber im Moment habe ich Lust, Zeit im Goss-System zu verbringen. Wenn ich mir anschaue, wie atemberaubend unsere aktuellen Orte im Stanton-System sind, kann ich es kaum erwarten zu sehen, was das ART-Team zu leisten imstande ist, wenn es vor der Herausforderung steht, eines der besten Reiseziele im Imperium zu gestalten.
Und Sherry Heiberg schreibt weiter: Da jemand, dessen Name mit W beginnt und mit Il endet, meine Antwort bereits geklaut hat, denke ich, dass ich gerne in Sesei im Centauri-System leben würde. Ich würde gerne auf einem Planeten leben, auf dem es Städte mit Solarpunk-Vibes gibt, und ich bin sehr an der Musikszene interessiert, vor allem daran, wie ich mir vorstelle, wie S-Pop klingt. Dave Haddock, der Chef der Narrative-Truppe, schreibt: Ich wäre neugierig darauf, Port Conrad of Armitage im Orison-System zu besuchen. Natürlich muss man den Vandul-Clans ausweichen, die das System durchqueren, aber ich bin einfach gespannt, wie es visualisiert wird. Jeremy. Was ist denn das für ein Nachname? Melul. Schreibt: Ich könnte mir mich auf einer Reihe von Planeten vorstellen, aber im Moment tendiere ich zu Terra. Das System ist wahrscheinlich das wichtigste kulturelle Zentrum der Menschen, sorry Erde, und wäre ein unglaublicher Aussichtspunkt, von dem aus man dieses zukünftige Universum erleben kann. Außerdem ist es ein wunderschöner Planet, der es geschafft hat, die Fehler, die wir auf unserem Heimatplaneten gemacht haben, nicht zu wiederholen. Auf Terra leben Natur und Zivilisation in Harmonie. Das klingt wie ein Traum. Ich glaube auch, dass der Nerd in mir es lieben würde, sich auf Quasi niederzulassen, also quasi geschrieben. Die riesigen antiken Ruinen wären faszinierend und ich könnte mir vorstellen, dass ich regelmäßig über ihre Ursprünge träume. Matthew Thompson, endlich mal ein Name, den man aussprechen kann, schreibt: Ich habe mich wirklich schwer damit getan, frag mich in 6 Monaten noch einmal und ich werde dir wahrscheinlich eine andere Antwort geben, aber jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, wo ich im PU leben möchte, wäre es wahrscheinlich Microtech. Es gibt viele coole Orte, die ich gerne besuchen würde, wie den Mars im Sol-System wegen der Geschichte, das Hades-System wegen seiner Geheimnisse, das Tayek-System wegen der Arche-Bibliothek und die Synthworld im Kronos-System. Aber wenn ich tatsächlich irgendwo im PU leben müsste, denke ich, dass man mit der Schneestadt, mit der Art von Tech-Kultur, in der sich jemand wie ich wirklich zu Hause fühlen würde, nichts falsch machen kann. Außerdem sind einige der Bergketten und Wälder absolut atemberaubend. Und als jemand, der gerne einmal die Antarktis sehen würde und von einem Ort mitten im Nirgendwo träumt, erfüllt Microtech wirklich viele Kriterien. Und der letzte Narrative Designer heißt Tang Ten Kao, glaube ich, dass es so ausgesprochen wird. Der schreibt: Ich werde definitiv auf der schwimmenden, schwebenden Plattform von Orison leben. Ich wollte schon immer in den Wolken leben. Außerdem ist Orison einfach eine der schönsten Städte, die ich in Star Citizen gesehen habe. Soweit mit den Lieblingsorten des Narrative Teams im Verse und vielen, die noch kommen werden. Und ich finde es einfach schön zu lesen. Und es ist so ein glitzekleiner Peak in die weit entfernte Zukunft, was da noch kommen werden wird. Wobei ich einfach die Hoffnung habe, sie bauen ja gerade in Montreal das Turbulent Team auf, das sich ausschließlich mit der Erstellung von Sonnensystemen und, ja, ich sag mal, Gameplay-Orten beschäftigen soll. Die sind ganz stark am Wachsen, am Einphasen, am Lernen. Die kriegen sämtliche Werkzeuge dort an die Hand. Und deswegen hoffe ich auch, dass das Erstellen der Systeme, sobald die Basis vorhanden ist, dann auch vergleichsweise schnell gehen wird. Vielleicht startend mit ein System im Jahr und dann ein System im halben Jahr und dann ein System im Quartal und dann natürlich eben auch parallel arbeitend. Schauen wir mal. Ich bin da guter Hoffnung, sagen wir es mal so. Wobei ich nicht glaube, dass Star Citizen vor 2030 einen Status erreichen wird, den man als fertig bezeichnen könnte. Unter uns gesagt, wahrscheinlich wird es auch darüber hinaus nicht wirklich fertig sein, weil es immer irgendetwas zu basteln gibt. Und ich natürlich hoffe und mir wünsche, dass CRG nie das Geld ausgeht und sie immer fleißig weiter basteln werden und uns Anlass geben, mit dem, was sie in-game entwickeln, staunen zu können und entdecken zu können. Gehen wir weiter mit der nächsten Frage, die sich um die Ben-U dreht, und zwar eine Invasion der Ben-U. Warum haben die Messers nie beschlossen, in die dezentralisierten und
schwächeren BNU-Systeme einzufallen. Die Messers hätten den Krieg nutzen können, um die Unterstützung des Volkes zu gewinnen und die Kriegsbeute zu nutzen, um sich selbst und das Reich zu bereichern und so die Lebenserwartung ihrer Herrschaft zu verlängern. Und dazu die sehr interessante Antwort. Da die Messers davon besessen waren, ihre Macht zu festigen und zu erhalten, müssen sie festgestellt haben, dass die Invasion des BNU-Protektorats diesen Zielen zuwiderlief. Einen Krieg gegen die einzige Spezies zu rechtfertigen, mit dem die Menschen seit dem ersten Kontakt ein gutes Verhältnis hatten, wäre für das Imperium schwer zu verkaufen. Die Menschen und die BNU hatten eine mehr als 100-jährige gemeinsame Geschichte, bevor Iva Messer an die Macht kam. Es würde also viel Propaganda brauchen, um die Menschen davon zu überzeugen, dass diese meist friedliche, vom Handel besessene Spezies es verdient, erobert zu werden. In der Zwischenzeit waren die ersten Begegnungen mit anderen fremden Spezies, Tevarin, Xian und Vandul, allesamt umstritten, was sie zu natürlichen Feinden des Imperiums machte. Abgesehen von den Schwierigkeiten, die Massen von der Notwendigkeit eines solchen Krieges zu überzeugen, deutet ein Blick auf das weitere Universum und die politischen Trends der Messerära auf weitere Abschreckungsfaktoren für eine solche Invasion hin. Das Regime unter Iva Messer kam im Jahr 2546 zwischen dem Ersten Tevarin-Krieg von 2541 bis 2546 und dem Zweiten Tevarin-Krieg von 2603 bis 2610 und 16 Jahre nach dem umstrittenen Erstkontakt mit den Xian an die Macht. Ein aktiver Krieg gegen eine Spezies und ein brodelnder kalter Krieg mit einer anderen scheint ein guter Grund zu sein, die BNU in Ruhe zu lassen. In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Tevarin-Krieg kämpfte die Familie Messer untereinander um die Kontrolle des Regimes. Da sie ihre Augen auf interne Feinde richteten, ist es nicht verwunderlich, dass sie von weiteren Konflikten im Universum Abstand nahmen. Dann, im Jahr 2681, traten die Vandul in Erscheinung. Die UII hatte von nun an mit ständigen Angriffen zu kämpfen und musste mehrere Systeme an die Vandul abtreten. Damit waren sie nicht mehr in der Lage, die eine Seite des Reiches zu schützen, während sie sich auf der anderen Seite immer noch um die Bedrohung durch die Xian sorgten. Das Messerregime blieb für den Rest ihrer Herrschaft in der Zwickmühle zwischen diesen beiden Spezies und musste sich zunehmend auf Maßnahmen konzentrieren, um ihr eigenes Reich in Ordnung zu halten. Eine dritte Front gegen die BNU zu eröffnen, wäre also keine gute Idee gewesen, da sie bereits mit den anderen Problemen überfordert waren. Und schließlich spricht nicht viel dafür, dass die BNU unbedingt ein schwacher Gegner sind. Obwohl sie, wann immer es möglich ist, zur Diplomatie tendieren, wären sie wahrscheinlich überraschend effektiv, wenn sie in einen militärischen Konflikt gedrängt würden. Ihre Regierung ist zwar dezentralisiert, aber sie sind in der Lage, sich gegen eine externe Bedrohung zusammenzuschließen. Soweit zu dem Thema Messer vs. BNU. Fand ich auch sehr, sehr interessant. Weiter geht's zu Jax McCleary, wo wir ja gerade eine super witzige Videoreihe von CRG bekommen haben im Rahmen der IAE. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch das an. Das kann man auch gut mit deutschem Untertitel anschauen. Das ist wirklich sehr lustig und sehr unterhaltsam. Macht einfach Spaß. Die Frage hierzu lautet, in den Galactapedia-Artikeln über Jax McCleary und Whitleys Guide steht, dass Jax im Jahr 2950 einen Vertrag mit Whitley unterzeichnet hat, um die Sendung zu moderieren, obwohl die erste Sendung, in der sie zusammen auftraten, aus dem Jahr 2949 stammt. Sollten wir davon ausgehen, dass 2949 ein Probelauf war, der im Jahr 2950 in einen Vollzeitvertrag umgewandelt wurde, oder ist das nur ein Datierungsfehler? Die Antwort dazu: Das Jahr 2950 war das Jahr, in dem Jax einen langfristigen Vertrag mit Whitleys Guide unterzeichnete. Da sowohl Jax als auch Whitleys in der Branche berühmt und angesehen waren, taten sie sich für die Berichterstattung über die IAE 2949 zusammen und genossen die Erfahrung so sehr, dass sie sie 2950 zu einer regelmäßigen Sache machten. Man muss sich fragen, ob Whitley diese Entscheidung nach Jax Verschwinden nach der Expo 2951 bereut. So, und jetzt geht's zur Kernfrage. Warum entfernen sich sowohl Pyro als auch die Überarbeitung von Lorville so weit von der etablierten Lore? Im Detail gefragt: Ich habe ein interessantes Video gesehen, in dem darauf hingewiesen wurde, dass Pyro überarbeitet wurde und das System nicht mehr zur Lore passt. Oh, ob
der mein Video meint? Anstatt leblose Höllenlöcher zu sein, die von pulsarähnlicher Strahlung zerfetzt werden, sind die Planeten jetzt bewohnbar und führen Wasser. Im selben Video wurde darauf hingewiesen, dass die Überarbeitung von Lorville viel zu wohlhabend für die diktatorische Oligarchie der Hursons ist. Okay, er meint doch nicht mein Video, weil auf Lorville bin ich nicht eingegangen. Ehrlich gesagt, passt die bestehende Lore viel besser zur aktuellen Stadt. Jede Überarbeitung sollte die Stadt in gedrungene, hässliche, seelenzerfetzende Formen ausbreiten, mit dem Hurston Dynamics Gebäude, das wie ein bedrohlicher, beobachtender, riesiger Aufseher über allem thront, anstatt in ein glitzerndes, modernes, wenn auch dunkles Stadtbild gebaut zu werden. Gibt es einen Grund dafür, dass Pyro und Lorville nicht mit der alten Lore übereinstimmt? Die Antwort dazu? Ganz einfach. Doppelpunkt. Die Entwicklung eines Spiels ist eine sehr kooperative Angelegenheit und die Lore ist nur ein Teil des Puzzles. Obwohl der Prozess oft damit beginnt, dass unser Team Details zu einem Ort, einer Figur oder einem anderen Aspekt des Spiels liefert, wissen wir, dass das nicht das Ende der Konversation ist, sondern eher der Beginn der Zusammenarbeit. Außerdem bietet der offene Entwicklungsprozess einen besseren Einblick in die Art und Weise, wie Dinge ständig überarbeitet und verfeinert werden. So wurden zum Beispiel Beschreibungen von Planeten oder Monden, die darauf anspielten, dass ihre Ressourcen ausgebeutet wurden, geschrieben, bevor die Technologie entwickelt wurde, mit der die Spieler, Spielerinnen die Planeten vollständig erkunden konnten. Diese Formulierung wurde gewählt, um zu erklären, warum die Menschen nicht an bestimmte Orte gehen oder nicht gehen konnten. Aber das musste sich jetzt ändern. Wir passen die Lore an, wenn wir können, aber manchmal müssen wir sie umschreiben, damit sie funktioniert. Wie bei Stanton, dessen Entdeckungsdatum nach hinten verschoben und der verlinkte Galactic Guide mit einem Hinweis auf die vorgenommene Änderung aktualisiert wurde, wird das, was im Spiel erscheint, das sein, was offiziell ist und die Lore entsprechend angepasst. Das ist die allgemeine Erklärung dafür, warum die Änderungen an Pyro vorgenommen wurden. Die Änderungen an Lorville hingegen sind subtiler und ein Beispiel dafür, wie wir die groben Züge einer Sache vorgeben, damit andere Teams die Möglichkeit haben, sie zu verbessern. Das Hurston Dynamics Gebäude, das über Lorville thront, ist definitiv ein markantes Bild, das die Essenz des Unternehmens einfängt. Aber die Änderungen an der Skyline passen trotzdem in die Gesamtgeschichte des Unternehmens und des Planeten. Trotz ihrer verheerenden Umweltpolitik und grausamen Arbeitspraktiken möchte die Familie und das Unternehmen den Besuchern Reichtum und Macht vermitteln. Sie wollen ihre Gäste beeindrucken, potenzielle Führungskräfte und Arbeitskräfte auf den Planeten locken und anderen beweisen, dass eine starke autoritäre Führung Wohlstand und Reichtum hervorbringen kann. Ja, interessant und wie gesagt, für mich der Aha-Effekt, dass Pyro dann wohl doch so bleiben wird, wie sie es uns gerade vorgestellt haben. Auch muss ich sagen, wenn ich das persönlich sehr schade finde, da gibt es ja sehr kontroverse Meinungen zu. In der Kommentarsektion unter meinem Pyro-Video, die einen sagen, finde ich super. Was soll ich mit leblosen Planeten, wenn ich hier eine grafische Vielfalt habe und potenziell ganz viel Gameplay? Andere sagen, ja, finde ich blöde. Ein Stanton 2, auch wieder ganz viel Grafik, aber es wäre doch eine nette Abwechslung gewesen, ein totes, ausgebranntes System zu haben, was auch die entsprechende Bedrohung vermittelt. Wie ihr wisst, tendiere ich auch eher zur zweiten Aussage. Ich hätte das schöner gefunden, aber noch ist nicht aller Tage Abend. Wir werden sicherlich auch solche ausgebrannten, toten Systeme bekommen später. Ich bleibe da trotzdem bei meiner Annahme, dass Pyro auch dafür dient, eben Asset-Baukasten zusammenzustellen, um später Systeme dann schneller ausrollen, entwickeln und ausrollen zu können. Aber ganz interessant, dass Sie jetzt sagen, die Art- und Design-Kolleginnen und Kollegen, die gucken, was sie entwickeln können, angelehnt an die Lore, und was eben nicht mehr passt, wird dann im Nachhinein entsprechend geändert oder neu geschrieben. Gut, gehen wir weiter zur nächsten Frage. Was passiert mit all den Leichen? Werden sie von einem Raumfahrtunternehmen eingesammelt, um sie zu genetischen Produkten weiterzuverarbeiten? Oder gibt es etwas Schlimmeres? Ja,
Das ist ein ziemlich makabres Dilemma, wird hier geantwortet, das durch die Regenerationstechnologie aufgeworfen wird, aber die Lore ist voller Möglichkeiten. Manchmal müssen die Leichen aus Ermittlungsgründen eingesammelt werden, wenn es sich um einen gewaltsamen Tod handelt. In anderen Fällen könnten die Leichen in die Hände ruchloser Individuen fallen, die am Wochenende auf Bernie's Shenanigans aus sind oder die schnelles Geld mit dem Verkauf an Organhändler auf dem Schwarzmarkt machen wollen. In einigen Landezonen gibt es Sanitäter, die sich um das Problem kümmern. Es könnte auch humanitäre Organisationen geben, die Leichen einsammeln und für eine ordnungsgemäße Beerdigung sorgen. Ja. Insofern, es gibt viele Erklärungen, warum Leichen despawnen. Sehr schön. Die nun folgende Frage beschäftigt sich nochmal mit Pyro, aber nicht mit dem System, sondern mit der Sonne des Systems, also mit Pyro selbst, und fragt, welche Klassifizierung der nun inne hat. Erinnern wir uns. In meinem letzten Video über Pyro haben wir gelernt, dass Pyro im Jahr 2014 als Typ M Hauptreihenstern definiert wurde. Ein Hauptreihenstern ist ein Stern in seiner Hauptlebensphase. Es beginnt, nachdem ein Sternnebel aufgrund der Schwerkraft zusammenbricht. Und wenn der Nebel kollabiert, steigt die Innentemperatur. Und wenn der Kern des neu gebildeten Protosterns eine bestimmte Temperatur erreicht, beginnt die Kernfusion. Sprich, sie verschmelzen Wasserstoffkerne zu Heliumkernen, setzen Energie frei und emittieren Licht. Wir haben einen Stern in der Hauptreihe. Und gemäß dieser Definition endet die Hauptreihe, wenn der Wasserstoff in der Kernzone eines Sterns vollständig in Helium umgewandelt wurde. Und diesen ganzen Vorgang im Detail, wer das noch nicht gesehen hat, das habe ich alles ganz ausführlich in meinem Pyro-Video behandelt. Den Link dazu binde ich euch hier rechts oben ein, beziehungsweise ihr könnt ihn auch in der Videobeschreibung finden und anklicken. Sterne des Typs M befinden sich am Ende der Hauptreihe und hier sollte sich ursprünglich Pyro befinden. Jetzt wurde das aber neu definiert und erklärt, dass Pyro zukünftig ein Flarestern des Typs K sei. Hauptreihensterne des Typs K werden auch gerne als Zwergsterne bezeichnet und liegen zwischen Sternen des Typs G, also Typ G, was unsere Sonne hier ist, und M, also sozusagen eine Klasse vor M und somit auf der vorletzten Stufe ihrer Lebenszeit. Das hört sich jetzt dramatisch an, aber diese Sterne des Typs K, die sind von besonderem Interesse für die Suche nach außerirdischem Leben, da sie in dieser Hauptsequenz sehr lange stabil sind. Also viel länger als unsere Sonne, nämlich 18 bis 34 Milliarden Jahre, verglichen mit den 10 Milliarden Jahre für die Sonne. Also es ist ja schon ganz, ganz kurz, 10 Milliarden Jahre. Wie M-Typ-Sterne neigen K-Typ-Sterne dazu, eine sehr kleine Masse zu haben, was zu dieser sehr langen Lebenszeit führt und somit überhaupt erst die vergleichsweise große Wahrscheinlichkeit bietet, im umgebenden Sonnensystem Leben entwickeln zu lassen. Darüber hinaus emittieren Sterne vom Typ K weniger ultraviolette Strahlung als Sterne vom Typ G, wie unsere Sonne. Aufgrund ihrer größeren Hitze im Vergleich zu M-Sternen wiederum ist auch der sogenannte grüne Gürtel, also die Zone um den Stern, in der Leben entstehen könnte, die bewohnbare Zone von Sternen vom Typ K viel breiter als die der Sterne vom Typ M. Aus all diesen Gründen haben Systeme mit einem Typ K-Stern die stochastisch größte Wahrscheinlichkeit, Leben zu entwickeln und zu halten. Aber nach diesem kleinen Ausflug gehen wir zurück zu den Loremakers und der Frage, welcher Sterntyp Pyro nun eigentlich ist. Die Frage lautet konkret, verschiedene Quellen berichten unterschiedliche Dinge. Es wurde als Stern vom Typ K und vom Typ M geschrieben. Welcher ist es also? Antwort: Es ist ein Flarestern vom Typ K der Hauptreihe. Ein Flarestern ist ein veränderlicher Stern, der innerhalb weniger Minuten einen unvorhersehbaren und dramatischen Helligkeitsanstieg im gesamten elektromagnetischen Spektrum erleben kann. Auch das habe ich in meinem Pyro-Video ganz detailliert erklärt. Die meisten Flarestern sind vom Typ M und K, was kurz gesagt bedeutet, dass sie eine geringere Masse und Leuchtkraft haben als Sol, der ein Stern vom G-Typ ist.
Um das System nicht zu kalt zu machen, haben wir beschlossen, den Stern Pyro zum Typ K zu machen, der von der Helligkeit her zwischen dem Typ M und dem Typ G liegt. Dadurch bleibt Pyro unberechenbar und gefährlich, bietet aber Bedingungen, die die Entwicklung von Leben auf einigen seiner Planeten ermöglichen könnte. Die Klassifizierung wurde angepasst, nachdem die erste Geschichte für das System geschrieben wurde. Die Sternenkarten wurden entsprechend aktualisiert, aber einige der älteren Lore-Einträge müssen noch angepasst werden. Wir planen, diese und andere Informationen zu Pyro zu aktualisieren, während wir uns auf die Veröffentlichung des Systems vorbereiten. Also, ergo, das System wird aller Wahrscheinlichkeit nach so bleiben, wie wir es auf der CitizenCon vorgestellt bekommen haben. Im Gegensatz eben zu meiner Annahme, dass es im Nachhinein noch geändert werden würde, das scheint hiermit vom Tisch zu sein. Nächste Frage. In einem kürzlich erschienenen Galactapedia-Artikel über Vega wurde erwähnt, dass sich aufgrund der Tatsache, dass das System an der Front des Vandul-Krieges liegt, einige einzigartige künstlerische Subkulturen entwickelt haben. Aramis zum Beispiel hat eine Vorliebe für gutes Essen und Molekulargastronomie, während Selene eine starke absurdistische Kunstszene hat, vor allem mit Werken, die das existenzielle Grauen oder die Torheit des Krieges zum Thema haben. Letzteres fand ich ziemlich interessant, denn ich hatte mir Selene immer als einen der neomessianistischen Planeten der UEE vorgestellt, auf dem Kestek Arms und verschiedene Milizen leben, die sich aktiv an den Kriegsanstrengungen der Vandul beteiligen. Aber die Tatsache, dass absurde Kunst, die auf der Torheit des Krieges basiert, dort beliebt ist, scheint darauf hinzudeuten, dass ein Großteil der Bevölkerung entweder gegen den Vandul-Krieg ist oder der UEE-Marine die Schuld dafür gibt, dass ihre Heimatwelt durch die Entscheidung für eine Eskalation mit den Vandul in Gefahr geraten ist. Ist diese Diskrepanz das Ereignis der Kluft zwischen den Bürgern und Zivilisten der UEE? Nämlich, dass diejenigen, die das Sagen haben, wenn es um die Politik des Planeten geht, Bürger sind, die sich ihre Staatsbürgerschaft wahrscheinlich dadurch verdient haben, dass sie in irgendeiner Form am Vandul-Krieg teilgenommen haben, während die gewöhnlichen Zivilisten, die Vega nicht verlassen wollen oder können, als die Vandul vor der Tür standen, mit einem Gefühl der Machtlosigkeit zu kämpfen haben. Bevor wir in die Antwort reingehen auf diese Frage, lasst uns kurz verstehen, was absurde Kunst eigentlich ist. Der Begriff absurd hat seine Wurzeln im lateinischen absurdus, was gegen die Vernunft oder unharmonisch bedeutet. Die Ideologie und Philosophie stammen aus dem Nihilismus und Existenzialismus, die aus der Welt des 20. Jahrhunderts stammen. Das Absurde oder auch Absurdismus geht darin auf den Konflikt ein zwischen der menschlichen Tendenz, einen Wert und Sinn im Leben zu suchen, und der menschlichen Unfähigkeit, diesen zu finden. In diesem Zusammenhang bedeutet absurd weiterführend also auch menschlich unmöglich. Der Absurdismus ist ergo eine philosophische Denkschule, die besagt, dass die Bemühungen der Menschheit, einen in sich schlüssigen Sinn zu finden, letztlich scheitern wird und daher absurd ist. Viele von uns werden mit absurder Literatur während der Schulzeit zu tun gehabt haben, und zwar mit dem berüchtigten Franz Kafka, der sich in seinen Werken mit der Sinnlosigkeit der Menschheit beschäftigt hat, indem er ihre Charaktere und Handlungen aus existenzialistischen und agnostischen Perspektiven untersucht. Absurdität in der Kunst wiederum drückt sich durch die umgekehrte und widersprüchliche Version der Realität aus, die mehrere Wirklichkeiten nebeneinander stellt. So möchte diese Kunstart dazu einladen, das Leben anders zu betrachten. Die Bewegung des Absurdismus wurde weitergehend katalysiert durch die Nachwehen des Zweiten Weltkriegs. Der förderte absurdistische Ansichten und ihre Verbreitung durch die Desillusionierung nach dem Krieg, vor allem im zerstörten Frankreich. Und mit diesen Informationen gehen wir jetzt zurück zu den Community-Fragen und der absurdistischen Kunstszene von Vega 3. Interessant, was die aufsteigende absurdistische Kunstszene auf Selene, also Vega 3, inspiriert. Es ist definitiv teilweise ein Ausdruck von Machtlosigkeit gegenüber größeren Mächten, die sich ihrer Kontrolle entziehen, aber es sind auch andere Kräfte im Spiel. Obwohl der Planet die Heimat von Kestek Arms ist und viele Menschen aggressive Aktionen gegen die Vandul unterstützen, beweist die Kunstszene, dass es auf Selene eine starke Gegenkultur gibt, die diese Ansichten nicht teilt.
Während die von dir erwähnte Kluft zwischen Bürgern und Zivilisten für einige wahrscheinlich eine Rolle spielt, gibt es sicherlich auch andere Faktoren, die sie inspirieren. Erstens hat Celine im größeren Rahmen der Geschichte sowohl extreme Höhen als auch Tiefen erlebt. Das Vega-System wurde im Jahr 24-2 entdeckt. Die Menschheit hat also eine über 500-jährige Geschichte auf dem Planeten. Celine war jahrhundertelang das kulturelle Herz des Systems und blühte unter den Messers auf, während Aremis, Vega 2, hauptsächlich ein militärischer Außenposten blieb. Doch die zunehmende Bedrohung durch die Vandul verscheuchte die Menschen aus dem System und viele, die dort geblieben sind oder erst kürzlich dorthin gezogen sind, entschieden sich aufgrund der starken Militärpräsenz, sich auf Aremis niederzulassen. Dies führte dazu, dass Celine unter einem wirtschaftlichen Abschwung und der Abwanderung von Fachkräften litt, da die Menschen den Planeten verließen. Doch diese harten Zeiten machten den Planeten zu einem erschwinglicheren Reiseziel für Künstlerinnen und Künstler, die sie anlockte, die dann den absurdistischen Kunststil entwickelten, der dort heute beliebt ist. Außerdem gibt es in Titus, der Hauptstadt von Celine, viele verlassene und halbfertige Gebäude, sodass es viel Platz für große Kunststudios und Galerien gibt. Schließlich wurde Vega ein Ziel für viele Flüchtlinge, die vor den Vandul-Invasionen in Orion, Tiber und Virgil flohen. Die Schrecken und das existenzielle Grauen einer solchen Erfahrung wirken bis heute nach und haben dazu beigetragen, eine Haltung und Ideologie zu fördern, die es ermöglicht, einen solchen Kunststil zu etablieren. Und die letzte Frage. Gibt es Pläne, das Format der wöchentlichen Narrative-Team-Veröffentlichungen zu ändern? Normalerweise gibt es in der einen Woche einen Artikel über die Geschichte und in der anderen ein Galacterpedia-Update. Aber gibt es Pläne, daraus eine wöchentliche Geschichtenserie oder vielleicht ein kurzes Video zu machen? Antwort dazu? Ja, wir diskutieren zwar noch über die Einzelheiten, aber im neuen Jahr wird es einige Änderungen an unseren wöchentlichen Beiträgen geben. Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass wir keine Story-Videos, auch keine kurzen, planen werden. Um sie zu produzieren, bräuchten wir die Unterstützung von anderen Teams, die nicht die Bandbreite für zusätzliche Arbeiten haben. Verrückt, wenn man bedenkt, dass die wöchentlichen Story-Posts vor über 10 Jahren mit der Veröffentlichung der täglichen Time-Capsule-Posts begonnen haben, die einen Überblick über die Geschichte zwischen unserer aktuellen Ära und der im Spiel geben. Das Narrative-Team empfiehlt übrigens immer noch den neuen Mitarbeitern von CRG, diese Time-Capsules, also diese Zeitkapseln, zu lesen, um sich einen Überblick über die Geschichte zu verschaffen. Die wöchentlichen Beiträge sind aus der ersten Time Capsule entstanden, weil sie einen Einblick in das Universum boten, als es noch nicht viel zu erforschen gab. Jetzt, wo mehr von der Geschichte direkt im Spiel erlebt werden kann, wird darüber diskutiert, wie und wo wir unsere Ressourcen für die Erzählung einsetzen. Auf jeden Fall bleibt im neuen Jahr dran, um zu sehen, wo wir genau landen. Ja, und so viel dazu. Finde ich mega spannend und diese riesige Welt, also die Technik ist ja das eine, was Star Citizen so faszinierend macht. Und mit Technik meine ich natürlich die Backend-Technologie, die gerade in der Entstehung ist, aber eben auch alles, was wir so grafisch erleben und was möglich ist, dass wir in diesen Physics-Grids Raumschiff herumlaufen können, während das Raumschiff in Physics-Grids Weltraum unterwegs ist. Diese Verschachtelung der verschiedenen Systeme, das finde ich faszinierend, es begeistert mich immer wieder, jedes Mal, wenn ich im Spiel mich aufhalte, unterwegs bin, Backend-Technologie, aber eben auch diese unglaublich komplexe und vielfältige und umfangreiche Geschichte, die dieses große Narrative-Team hier entwickelt, die ja schon mit Leidenschaft teilweise seit wirklich Beginn dieser Entwicklungsreise mit dabei sind. Und die nie ihre Motivation verloren zu haben scheinen. Das finde ich einfach klasse. Und ich freue mich, dass es jetzt auch ein Team gibt, was sich mit dem Übersetzen der Inhalte beschäftigt in verschiedene Sprachen. Da haben wir ja auch jüngst ein Inside Star Citizen zugesehen, wo sich dieses Team vorgestellt hat. Und genau, da gibt es Franzosen, Spanier, nagelt mich nicht fest, Asiaten, auch Deutsche, die eben diese ganzen vielen, vielen umfangreichen, keine Ahnung, Romane an Informationen nehmen und die umschreiben. Worauf ich hinaus will oder hinaus möchte, ist, dass wir diese Geschichten
nicht nur im Ingame, im Englischen dann erleben, nachlesen, miterleben können werden, sondern dass sie eben auch in der jeweiligen Landessprache verfügbar sein werden. Darüber freue ich mich sehr und darauf freue ich mich auch schon sehr, dann wirklich hier eintauchen zu können. Wie gesagt, Übersetzungen, Geschichten, Fanfiction, all das zum Lesen, zum Hören, Podcasts, alles, was man sich an News vorstellen kann, findet ihr auf www.sternenwanderer.org. Wenn ihr zeitnah immer informiert werden möchtet, dann guckt rein beim guten PsychShot. Jetzt geht's in meine Empfehlungen rein. Auf twitch.tv/PsychShot, da findet ihr ihn und der ist immer regelmäßig dabei, euch alles zu erklären. Also der geht nicht nur ins Spiel und spielt Star Citizen, sondern der guckt sich auch immer die ganzen Einträge an, was gibt es an News, was gibt es an Lore, was gibt es an Roadmap-Updates und so weiter und so fort. Neben seinen spielerischen Ausflügen, da könnt ihr Fragen stellen, da werdet ihr immer informiert über das, was gerade in der Entwicklung und im Spiel so abgeht. Nicht nur Star Citizen, sondern auch andere Spiele stellt euch der gute Fexi vor. Stefan auf twitch.tv/Fexi. Auch ein leidenschaftlicher Citizen, der immer am Start ist und euch in aller Tiefe mit umfangreichem Wissen eure Fragen beantwortet und erzählt, was gerade abgeht. Der ist aber auch dabei und guckt sich auch mal andere Spiele an und spielt sie. Surft mal vorbei, lasst einen lieben Gruß von mir da. Und zuletzt der Sitko, der mit seinen Verse News jeden Samstag am Start ist und dort einmal konsolidiert zusammengefasst erzählt, was gerade im Verse los ist. Nicht nur über die offiziellen Einträge, sondern der guckt auch immer mal auf die Community und was dort gerade so los ist. Und am jedem zweiten Dienstag im Monat kommt die Verse Night raus. Das nächste Mal am 13. Dezember. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste der nächste Dienstag sein. Ich habe jetzt nicht auf den Kalender geguckt. Schaut auf jeden Fall rein in die Verse Night mit Mitch van Heiden und mir. Und im November hat ja unsere Sendung leider nicht stattfinden können. Der Mitch hat eine Kiefer-OP gehabt und hatte Schmerzen und konnte nicht sprechen. Ich habe heftig mit Corona flach gelegen. Da kann ich nur sagen, ich hatte schon mal Corona. Das war wie ein leichter Schnuppen. Da habe ich mich gefragt, Mensch, was machen die Leute immer für einen Aufstand? Das ist doch gar nicht schlimm. Jetzt habe ich zum zweiten Mal gehabt und ich kann euch sagen, das war nicht schön. So krank bin ich selten in meinem Leben gewesen. Und da habe ich 2 Wochen richtig, richtig heftig mit zu tun gehabt. Ab sofort trage ich wieder Maske. Also, boah, alter Schwede, das brauche ich nicht nochmal. Aber jetzt sind wir alle wieder am Start. Am 13. Dezember geht es los, 2. Dienstag im Monat mit der Verse Night und mit unseren Gästen. Kendur, Bucero und Ulinator, alle drei sind am Start. Stellen sich vor, stellen sich euren Fragen, seid mit dabei. Wir freuen uns riesig auf euch und ich danke euch jetzt für das Zuschauen, für dieses Video. Wenn ihr mich unterstützen wollt, die Arbeit, die in dieses Video reinfließt, schaut gerne vorbei. Freue ich mich über euren Tipp auf www.tippi.com/astrosam. Den Link binde ich euch mit ein. Freue ich mich drüber. Ihr kriegt mein Discord. Auf meinem Discord gibt es natürlich einen Bereich für die Tippi-Indianer, wie ich sie nenne, aber eben auch eine lebendige Community. Meine Star Citizen Spieltruppe ist dort auch unterwegs. Wir haben uns jetzt in Astro Beans benannt, also frei. Ich nenne sie ja die Kaffee-Service-Truppe. Wir sind ein loser Verbund von Spielern, die eigentlich überhaupt keine Zeit zum Spielen haben. Und wir setzen uns dann und wann mal alle 3-4 Wochen zusammen, verbringen einen lustigen Abend zusammen, machen mal dies, mal das, mal PvP, mal Racing, mal Exploren, mal sitzen wir nur zusammen und klönen. Wer dabei sein möchte, kommt auf meinen Discord und meldet sich dort im Personalbüro. Und ansonsten findet ihr dort auch die Bibliothek und lustiges Zusammensein, Austausch, Klatsch, Tratsch und manchmal auch intensive Diskussionen. Genau,
Und meinen Hörbuch-Webshop Hörbuchecke habe ich schon erwähnt. So, dann war es das jetzt. Dann hoffe ich, dass ihr eine gute Zeit mit diesem Video hattet. Ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns sicherlich wieder auf meinem Kanal. Lasst gerne ein Abo da, bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und viel Spaß mit Star Citizen im PTU 318. Das wird ja sicherlich zu Weihnachten rauskommen. Was denkt ihr, oder? Tschüss, bis dann.